Ja, herzlich willkommen im Hamburger Hafen. Wir haben großräumig absperren lassen für dieses kleine gelbe Wundergerät. Nein, wir haben ganz offiziell Parkgebühr bezahlt, weil wir hier in Ruhe drehen wollen. Wir wollen dieses Motorrad vorstellen, eine FB Mondial Flat Track 125i heißt das Ding. Und man sieht ja, die sieht echt besonders und originell aus. Und sie ist auch gut. Ich habe es schon ausprobiert, wir haben es auch getestet. Also uns gefällt die Maschine sehr gut, sie ist ans Herz gewachsen. Naja, jetzt gehen wir mal durch und zeigen, was das Ding alles kann und weiß. Ja, hier steht's ja, Flat Track. So heißt das Ding, so ist das Ding. Flat Track ist ja so eine alte Sportart, Bahnsport. Und da ist sie dran angelehnt. Da kommt dieses Design her mit diesem dicken, großen Vorderrad. Das ist ein 19 Zoll Rad mit 120er Vorderreifen. Das ist ja schon mal ungewöhnlich für 125er. Aber es soll auch eben diesen Bahnsport-Touch haben und dieses Design aufnehmen. Finde ich, machen die super. Übrigens hier diese 57. Die Marke FB Mondial ist eine alte Motorradschmiede, im Moment italienisch mit Produktionsort in China. Aber die haben 1957 zwei Weltmeisterschaften gewonnen, das zeigen sie natürlich hier nochmal. Und das finde ich sowieso gelungen, das ist so besonders. Wo ist der Hauptscheinwerfer? Es ist hier so ein kleines Ding. Abblend. Fernlicht. Ist durchschnittliche Lichtausbeute, gar nicht so schlecht, wie der Kleine das vermuten lässt. Aber das führt zu diesem originellen Design und das finde ich auch so besonders an diesem Motorrad. Und dann gibt es so lustige Details, wie dieses Tagfahrlicht und diese kleinen Lauflichtblinker, das ist auch nicht üblich in der Klasse. Ich finde es witzig, das kann man natürlich als Zubehör längst nachkaufen bei Louis, Polo und Konsorten, aber das serienmäßig verbaut, das zeigt, dass sie da irgendwie so ein bisschen Liebe zum Detail entwickelt haben und das besonders schön gemacht haben. Das ganze Motorrad sieht unheimlich groß, sportlich aus, überhaupt nicht, wie man sich eine 125er vorstellt. Jetzt kommt es wieder. Es ist ja auch nicht nur für junge Leute gedacht. Mit dieser Führerscheinklasse B196 können natürlich auch Autofahrer aufsteigen. Und ich glaube, die werden dieses Ding zu schätzen wissen, weil du hast Retro, du hast dieses Große, so ein bisschen üppiger als früher. Also meiner Meinung nach könnte das gerade so ein bisschen ältere Leute unheimlich ansprechen, das Motorrad. Für mich ist das ein bisschen die gelbe Schokoladenseite. Dieses Heck, das hat so einen Race-Style. Dann diese beiden Endschalldämpfer, die bringen jetzt keine Leistung oder so. Die sehen einfach nur gut aus. Und man sieht, in der Mitte wird das in ein kleines Rohr zusammengeführt. Da weiß ich schon, da kann keine Leistung bei rumkommen. Macht aber auch nichts. Und diese Farbgebung und dieser gestreckte Style mit diesen Stollenreifen, also mich macht das Ding richtig an. Das haben die gut getroffen. Das ist von der Sitzhöhe ein eher flaches Motorrad. Ich bin 1,86 groß. Ich passe aber gut drauf. Zwar sind meine Knie gut angehoben, denn ich habe ja in diesem Offroad-Charakter diese hoch angebrachten Fußrasten, aber mit dieser Sitzhaltung an diesem breiten Lenker so ein bisschen aufrechter so und die Arme gehen gerade weg, mir gefällt das sehr gut, das ist unanstrengend und man fühlt sich unheimlich direkt mit dem Motorrad verbunden, ich mag das sehr. Dieser Bürzel, nenne ich ihn mal, ist demontierbar, leider nur per Werkzeug, das finde ich ein bisschen fummelig. Denn wenn jemand mitfahren soll, dann kommt er auf dieses Polster, was hier drunter ist. Das ist sowieso so knüppelhart, man kann es nicht wirklich als dauerhaften Platz empfehlen. Das ist mal ein Kumpel abends mit nach Hause nehmen. Die Polsterung ist eigentlich fast nicht vorhanden. Was ich schön finde, man kommt super dran. Hier zum Beispiel ist so ein Papierluftfilter drunter, der ist in einer Minute ausgetauscht, kostet nicht die Welt. Das ist irgendwie schön gemacht. Eine relativ große Batterie. Was ich persönlich ein bisschen befremdlich finde, bei uns wird ein Pluspol rot gekennzeichnet und hier ist so eine schwarze Gummikappe drüber, die ist auch Pflicht, die hängt hier so ein bisschen lose, das ist Kleinkram. Ein Einzylinder, natürlich ein Viertakter, Zweitakter sind ja quasi gestorben, Euro 5, wie sich das gehört, hier ist ein kleiner Cut drin. Es ist ein einfacher, aber irgendwie robust wirkender Motor und irgendwie quirlig. Der hat seine knapp 15 PS, nicht ganz, hat der bei fast 10.000 Touren, das ist natürlich, den musst du drehen und zwiebeln. Aber er hat eine ganz lineare Leistungsentfaltung. Mir gefällt das ganz gut. Du kannst ihn so tuckern lassen, ist schön leise. Wenn man ihn dreht, dann hat er sogar so ein bisschen so ein Ansauggeräusch. Es ist schon so eine emsige kleine Maschine. Und was mir bei dem auffällt und gut gefällt, das ist unheimlich unübersichtlich arrangiert und natürlich gut ranzukommen. Der Steuerkettenspanner, der Starter, die Wasserpumpe, alles ist schnell lösbar und tauschbar. Der Ölfilter, den sehe ich da unten. Also das ist schon irgendwie auch gut zu wissen, dass das nicht so ein komplexes Ding ist, wo du erstmal 10 Kilogramm Plastik abbauen musst, um überhaupt mal an den Filter zu kommen.
Das gefällt mir gut. Ansonsten ist das konventionelle Bauart. Sechsganggetriebe, Kettenantrieb natürlich. Auffällig großes Kettenrad hinten. Das mag dem Design geschuldet sein, muss gar nicht sein. Ist für mich ästhetisch nicht so ganz cool, weil das so ein fettes Stahlrad ist. Aber das Ding funktioniert gut, lässt sich sauber schalten. Man hat so ein mechanisches Schaltgefühl, ohne dass das jetzt hakelt oder so. Aber satt und die Gänge rasten und irgendwie finde ich es alles so ineinander ein ganz geschmeidiges, stimmiges Ergebnis beim Fahren. Dazu kommt, das ganze Motorrad ist abgestimmt. Also das Fahrwerk ist ordentlich, die Federung arbeitet. Ich habe so in der Kurvenlage ein stabiles Gefühl. Das fühlt sich nicht so gummig an, wie jetzt zum Beispiel, es gibt ja diese 125er Enduros auf Stollenreifen, die werden so schwammig. Das hat der alles nicht. Der fährt sauber und berechenbar. Ich finde es sehr schön. Ein gutes ABS. Da sind jetzt so China-Reifen drauf von CST. Die sind erstaunlich griffig, also auch bei Regen. Ich habe so ein paar Bremsproben mal gemacht. Das finde ich schon okay für die Bereifung. Und da kann man jetzt als Eigner ja immer noch mal gucken, ob man später einen Markenreifen draufzieht. Bislang also nicht so unauffällig oder böse, dass man jetzt irgendwie einen Schreck kriegen könnte. Von der Ausstattung ist jetzt nicht herausragend, aber es hat alles, was man braucht. Ich habe so ein Display, das sich sogar umschalten lässt. Was ich zum Beispiel richtig gut finde, ist hier dieses kleine FB Mondial-Zeichen, das dich begrüßt. Ich mag so kleine Spielereien. Und dann habe ich hier diese Ansicht, die so ein bisschen sportlicher ist. Und ich habe hier so eine Balkenansicht. Und erstaunlicherweise schaltet das Display um im Dunkeln. Also er dimmt in so einen anderen Modus. Das finde ich super, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn ein TFT-Display dich im Dunkeln und es ist vielleicht auch noch nass so anstrahlt und dir quasi noch Sicht raubt. Das macht das Ding von alleine, finde ich ganz gut. Und dann gibt es noch so ein kleines Menü, wo du so ein paar Untereinstellungen aufrufen kannst. Bisschen komplex so von der Bedienung, weil du alle so durchtippen musst. Aber finde ich gelungen und wie das da thront, gibt es nichts dran zu meckern. Am Ende des Tages ist es natürlich ein einfaches Motorrad, das sagt ja schon der Preis. Es sind ein paar Sachen, die sind in Ordnung gemacht, richtig schlecht habe ich nichts gefunden. Mir persönlich aus ästhetischen Gründen gefällt sowas nicht, dass hier so ein Kantenschutz verbaut ist. Und da weiß man einfach, die haben so eine Metallseele, die wird irgendwann rosten und irgendwann wird hier das Rostwasser mal raussuppen. Da würde ich persönlich das Ding nochmal nachfetten und ordentlich wieder einbauen. Ich finde auch nicht gut, hier sind zum Beispiel so zwei, drei Seilzüge so verlegt, dass die beim totalen Einschlag so ein bisschen einklemmen können. Da haben die so drei, vier Kühlerlamellen eingedrückt. Das hätte ich mir sorgfältiger montiert gewünscht. Ansonsten ist nichts dran zu mäkeln. Das sind so Sachen, das ist eher so Kosmetik hier zum Beispiel. Man sieht super schön aus, man sitzt auch gut, aber hier ist dieses Polster so eingenäht und da sammelt sich dann Wasser, wenn es draußen steht. Am nächsten Morgen hast du einen nassen Arsch, auf Deutsch gesagt. Also das sind Sachen, die kann man verschmerzen. Die würde ich jetzt nicht unbedingt in dieser Liga ankreiden. Und im Übrigen hat das Ding ohnehin relativ wenig Konkurrenz. Einmal über den Preis. Ich bin bei 3.800 rund. Da gibt es nichts. Es gibt andere China-Motorräder, die sind aber viel schlechter gemacht, finde ich. Und dann gibt es vom Wesen her vielleicht noch die Yamaha XSR 125, die auch so ein bisschen diese Retro-Welle spielt. Aber so wie dieses Design getroffen ist, steht das Ding sowieso alleine da. Also wenn man sagt, so Flat-Tracker in der Liga, Entschuldigung, kommst du sowieso um das Motorrad nicht herum. Und dann finde ich es herausragend gut. Ja, wer soll sowas kaufen? Also ich sag mal so, da gibt es ja so die Liga, klingt jetzt despektierlich, der Dorfkids, der Dorfjungs, die fahren alle so 125er Beta-Enduros. Die natürlich nicht, die kriegt man nicht, aber so Jungs aus der Stadt, die so ein bisschen so hipstermäßig unterwegs sind, die werden da schon, die gucken hier schon hinterher. Und natürlich die Liga der Autofahrer, die sogenannte B196-Klasse, die würden da, glaube ich, ziemlich heiß drauf sein. Ich persönlich mag diesen Flat-Track-Look. Ich finde es toll gelungen. Ich mag auch das Motorrad in seiner Art, das, was ich fürs Geld bekomme, wie gut es funktioniert. Sensationell. Ich bin natürlich alter Motorradfahrer. Man darf nicht vergessen, in dieser 125er-Klasse, da bist du auf 10 kW unterwegs oder fast 11. Das ist eigentlich wenig für alte Biker, aber diese Wiedereinsteiger, Umsteiger oder Autofahrer, sagen möchte ich auch mal, die sind natürlich gut bedient mit dem Ding, weil es wirklich herausragend gut fährt. Ich bin sehr angetan. Ja, das war jetzt ein kleiner Einblick hier übers Video. Wir haben im aktuellen Motorradheft Autobild Motorrad natürlich noch mehr Tests und auch weitere 125er. Wer da noch mal reingucken will, bitte gerne. Und ansonsten hoffe ich, das funktioniert, dass man so vor
vorzustellen und bin gespannt auf Meinungen zu dem Ding. Also haut rein.